bin hier mit Leander Wattig, der gerade einen Vortrag zu Social Media Marketing gehalten hat. Herr Wattig, in der wachsenden Informationsflut, welche Ratschläge und Tipps gibt es da für User und Verlage? Ja, tatsächlich ist die Informationsflut ja das Hauptproblem für die User, weil wir haben immer mehr Plattformen im Internet, immer mehr Inhalte, die da verfügbar sind, immer mehr Dinge werden auch digitalisiert. Ich meine, das sehen wir auch in der Buchbranche. Und die User müssen demzufolge sehr stark filtern. Das heißt, sie müssen sehr stark filtern, das, was sie überhaupt zur Kenntnis nehmen, weil der Tag hat nur 24 Stunden. Und daraus folgt, dass eben auch die Plattformen wie jetzt Facebook und andere Social-Media-Plattformen inzwischen sehr vielfältige Angebote machen, wie man Informationen filtern kann. Also bei Facebook kann ich ja sehr genau einstellen, was ich überhaupt zur Kenntnis nehme, wen ich zur Kenntnis nehme, welche Art von Informationen bei einer Einzelperson ich überhaupt zur Kenntnis nehme. Und das ist eben die unmittelbare Folge dessen, dass wir eben diese Informationsflut haben, die ja nicht neu ist. Auch in der Vergangenheit konnten wir nicht alle Bücher dieser Welt lesen. Aber das Problem verstärkt sich eben im Internet noch. Des Weiteren behaupten Sie, dass wer wahrgenommen werden will, in gewissen relevanten Informationsströmen hineingelangen muss. Wie können Unternehmen das ganz konkret handhaben? Ja, die Tendenz ist ja überspitzt formuliert ein bisschen so für Unternehmen oder für die User. Ich informiere mich nicht selbst, sondern ich frage eher, warum wurde ich noch nicht informiert? Das heißt, die Leute gehen auf die Plattform und schauen, was dort passiert. Und das ist natürlich für die Verlage, für die Unternehmen allgemein eine große Herausforderung, weil wie komme ich dann in diese, wie komme ich dann überhaupt in die Aufmerksamkeitsströme der Nutzer hinein, auf einer Plattform wie beispielsweise Facebook, weil der Nutzer ja selber bestimmt, was er zur Kenntnis nimmt. Und wenn er mich langweilig findet als Unternehmen, dann nimmt er mich eben nicht zur Kenntnis. Das heißt, im Prinzip stehe ich als Unternehmen im Wettbewerb auch zu Privatpersonen und muss so kommunizieren, wie es eben dem entspricht.